So wieder, hallo Leute, willkommen zurück zu einem wunderbaren neuen Video hier in Forza Horizon 4 in der Winterseason. Und ja, diese Winterseason bringt auch direkt einen zweiten Toyota mit sich. Nachdem wir uns ja letzte Folge schon einen Corolla angeguckt haben, ist da ein wunderbar anderes Kfz da, nämlich der Toyota Celica, der erste, oder die Celica der ersten Generation, beziehungsweise das Facelift der ersten Generation. So muss man es ja genauer sehen, das ist ja nicht direkt der erste selber, sondern schon das Facelift, was wir jetzt hier im Spiel haben, nämlich Toyota Celica GT, aus dem Fahrzeug wie die Supra, der Supra, bla bla bla. Der, wo auch der, die das gesagt wird, wie du Bock hast, für mich ist auch die Celica, weil es einfach, es klingt einfach wunderbar, es klingt harmonischer und melodischer, wenn ich das so sage. Und ich persönlich bin mega Celica-Fan, ich finde fast alle Generationen eigentlich derbs geil. Auch die erste Generation, die wir jetzt hier drin haben, ist optisch einfach ein wunderbar schönes Kfz. Es ist wirklich, ihr seht es schon, die ganze Gesamtlinie, die ganze grundsätzliche Fahrzeug... Sprache, Designsprache, das war das Wort, was ich gesucht habe, passend dazu, ist wunderschön, wunderbar, ein Traum, es ist wirklich toll. Und ja, den werden wir uns heute mal ein bisschen anschauen, mal gucken, was wir damit so machen können. Nebenbei eine wunderbare Antenne, die wir hier stehen haben. Meine Fresse, damit gibt es Empfang, das ist der Wahnsinn. Ja, der soll jetzt noch reinkommen, 50% der Winter Season müsst ihr dafür erfahren, fahren, damit ihr diesen wunderbaren Wagen bekommt. Der Wagen ist wunderbar in der D-Klasse, weswegen wir uns wieder schenken werden, diesen Wagen serienmäßig zu fahren, weil ich kein Auto in der D-Klasse jemals dieses Spiel fahren werde, weil es gibt halt keinen Zweck dafür. Keiner denkt sich, ich bin jetzt auch in der D-Klasse und das macht man auch nur, wenn man Langeweile hat. Ich nerve dieses Geräusch wieder vom Forza Vista, wo der wieder anfängt, alle Türen zu öffnen, klangtechnisch. Hast du es jetzt? Mach einfach alle selber auf. Ha! Ich gehe mal ganz kurz raus. Das Spiel meint wieder, mich verarschen zu müssen. Dieses dumme, blöde, ich habe im Forza Vista Türgeklackergeräusch. Ich raffe nicht, warum das Spiel das immer noch macht. Okay, wir sind, glaube ich, jetzt für uns alleine. Wir können jetzt normal reden. So, ja, wir schauen uns das Ding noch gerade erstmal wunderbar an. Ja, was ich nebenbei gar nicht wusste, dass die Haube so rum aufgeht. Ich hätte jetzt ganz normal erwartet, aber so ist cool. Ich finde halt, solche Hauben sehen cool aus. Das ist zum Schrauben halt voll für den Arsch, weil du halt nur von der Seite so doof reinkommst. Aber ja, hier haben wir den wunderbaren Motor drunter. John, hier, Kofferraum ist auch da. Was ist das denn? Ach, das sind die Rückleuchten. Ach krass, die tragen so weit in den Kofferraum rein. Holy shit. Ja, und dann haben wir wunderbar das Interieur. Auch wieder hier natürlich dem Alter entsprechend ein bisschen Holz verarbeitet, wie sich das gehört. Schönes hier Speichenlenkrad. Verdammt langer Schaltknopf. Holy shit, also Schalthebel. Armaturen sind sehr nice. Was haben wir denn da alles? Ich überlege gerade, was hat denn der da alles verbaut? Öltemperatur? Sprit? Ich glaube Öldruck und Volt, glaube ich, ne? Sprit und Spannung, ne? Ja, ja. Ja, das ist ganz, also die wichtigsten Sachen haben wir auf jeden Fall dabei und haben wir noch eine Uhr verbaut. Toyota hat auf jeden Fall im Celica Bock richtig viele Unterrunde Instrumente überall hinzuhämmern. Ich würde sagen, wir machen ihn einfach mal an und hören mal rein. Ja, okay, also er hat eine sehr ähnliche Klangnote wie der Corolla. Der dreht bis 7000. Das für ein Auto aus den 70ern? Doch, 70ern? Halte ich für motiviert. Aber ist gut. Klingt nicht verkehrt. Okay, ich würde mal sagen, wir schauen uns doch mal an, was wir mit diesem wunderbaren Kfz denn so verunstalten können. Was kann ich aus diesem wunderbaren Klassiker wieder machen, damit er nicht mehr so wunderbar klassisch ist? Egal, wir gucken erstmal in die Original-Lackierung rein und schauen mal, was wir da so ändern können. So, wir haben auch hier wieder so klassische Oldschool-Farben der 70er, 80er Jahre. Wir können fast selber machen wie der Corolla, das ist ja auch ganz geil. Okay, das Grün sieht irgendwie mehr aus. Blau hat einen geilen, hat so einen geilen Weißschimmer drin. Ich glaube wirklich, entweder wird er rot oder ich bleibe in diesem Gelb. Ich meine, das Gelb ist schon sehr klassisch, ne? Das Rot ist aber auch sehr nice. Wir nehmen mal das Rot, komm, das Rot ist ein bisschen auffälliger. Die Originalfänge sind mehrteilig lackierbar. Eieiei. Das ist einmal das hier, was ist, okay, dann haben wir noch Inside, ja gut, Inside, da brauche ich nicht gucken, das wissen wir ja, was es ist. Oh, krass, also die ist dreiteilig lackierbar, du hast innen den Stern, dann hast du nochmal das Bett und dann nochmal außen. Ja, okay, gut, da geht schon mal ein bisschen was. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir so Tuning-technisch machen können aus diesem wunderbaren Kfz. Ich weiß gerade gar nicht, was der GT für einen Motor drin hat, ich muss gerade selber mal gucken. Ich schätze einen 2,2 Liter Motor. Ich kriege jetzt Achievements fürs Kaufen von Spielerhäusern. Okay, ja, es gab ja neue Achievements mit dem Series 23 Update. Aber die kommen anscheinend manchmal reingeploppt, wann sie Bock haben. Die sind nicht irgendwie so konstant. Naja, gut. Wir haben jetzt, wie viel? Ich glaube 2,2 Liter, ne? Ne, 2 Liter. Ah, okay, dann sind wir der Motor. Okay.
Da haben wir schon mal nicht die Top-Motorisierung, glaube ich. Warte mal, nee, das ist die Auslandmotor. Es gibt wieder mal typisch japanisch Motoren im Ausland und fürs eigene Land. Im Ausland gab es bis zu 2,2 Liter. Ich glaube, japanisch war nur 1,6 Liter. Glaube ich. Ah, nee, das ist ja das falsche Modell. Warte, es ist ja das Vorfacelift-Modell. Meine Fresse. 2 Liter Motor. Ich finde, egal, wir haben auf jeden Fall nicht super viel Dampf. Ich glaube, das könnte es hier sein, ne? 120 PS. Wie KW haben wir? Ja, das kann hinhauen. Okay, gut, machen wir trotzdem weiter. Wir werden noch hier schlecht wie. Oh, es gibt einen Supramotor. Supramotor. Okay, wir halten kurz so fest. Wir haben einen Toyota Celica GT in das Spiel so. Hier haben wir einen Skyline-Motor. Warum ist der Skyline-Motor zur Auswahl, aber nicht der Supramotor? Wer kam denn auf die Idee, lass den 2,6 Liter rein, 6 aus dem Skyline da rein, Mann? Warum gab es denn keiner, der gesagt hat, ey, lass den Supramotor, warum gibt es denn den Skyline-Motor für den Toyota? Was ist denn los bei euch? Das ist nicht böse gemeint, aber nee. Ich baue den wieder zum Driften, ist mir egal, der wird wieder zum Driften gebaut. Single-Turbo drauf. Es gibt einen Karosserie-Bausatz. Das habe ich nicht mitgerechnet. Das Ach ja. What the fuck? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir haben erstmal ein bisschen breiter. Ein bisschen ist gut, ein Stückchen. Was sehr nice aussieht. Sind so schöne Oldschool-Verbreiterungen. Und einfach einen fucking, also wirklich nicht allzu kleinen Ölkühler. Das ist schon ein Trümmer für einen Ölkühler, das da vorne hängt. Mit Einlass durch einen der Scheinwerfer. Das, gefällt mir. Das ist ganz, ganz in Ordnung. Damit habe ich nicht... Doch, nehmen wir. Einfach bitte einmal zum Einpacken. Dankeschön. So, was gehen wir denn noch so machen? Ah, wir können auch eine andere Stoßstange dran packen. Oder mit Lippe. Ne, mit Lippe. Das sieht mit dem Ölkühler dann zusammen sehr geil aus. Ich hätte aber gern die Stoßstange hier mit Lippe gehabt. Das wäre geil. Naja. Man kann nicht alles haben. Hier machen wir den Spoiler drauf, weil das passt jetzt. Ne, wir lassen die dran an die Bumper. Wir lassen die Bumper dran, wenn wir sie vorne und hinten haben. So, jetzt müssen wir nur ganz dringend ein wenig nachhelfen, dass die Reifen da nicht so verschwindend drin sind. Wir haben nämlich entspannte 185er drauf. Und ballern jetzt... Alter. Von 185 auf 255 auf einem demselben Auto zu gehen, ist bei den meisten Autos eine Schwierigkeit. Das ist normal platztechnisch nicht mehr gegeben. Aber nicht, wenn man die Karre einfach... Warte mal, wie viel? Warte, wir haben hinten 185 und gehen jetzt hinten auf 275er. Das ist okay. Das kann man so machen. Ist auch halt hart bescheuert. What the fuck, Alter? Gefällt mir gut. Muss ich sagen. Gibt einen Daumen hoch von mir auf der, das ist ganz schön geil, Skala. Jetzt müssen wir auch ganz schön geile Felgen finden, die auch ganz schön geil darauf aussehen, aber... Aber sowas wäre sogar ganz cool sogar. Aber ich glaube eher so ein bisschen, ich glaube wir brauchen ein bisschen mehr diese Tiefbett-Look wegen Breitbau. Der Breitbau wirkt meistens nur mit Tiefbett richtig, richtig sexy, nice, geil. Komm, nehmen wir die mal. Wir nehmen die rote Form mal. Komm, wir fahren, packen die mal drauf. Das Original mit 13 Zoll, wir machen mal 15er drauf. Ich hoffe einfach, dass wir gleich mit der Tiefe... Das ganze Thema hier ein bisschen vom Fitment schöner hinkriegen, weil vorne steht er momentan richtig hardcore, richtig scheiße. Das versuchen wir jetzt gleich zu fixen. Alter, hinten. Ich habe gerade gar nicht auf die Hinterachse geachtet. Achtet mal hinten, Alter, versenken den fucking Reifen. Alter, mit Driftfahrwerk. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Ich bin gerade ein bisschen, muss ich liebevoll ausdrücken, ich muss ein bisschen sagen, ich bin ein bisschen verliebt in dieses Auto. Das ist schon ziemlich geiler Scheiß hier. Dankeschön, Toyota Celica. Alter Verwalter, Alter. Hinten bräuchten wir jetzt so ein bisschen eine Spurplatte, so eine kleine 5er, 10er Spurplatte. Aber dann geht das schon absolut klar. Heilige Scheiße, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Jetzt nur noch irgendwie Leistung, dass er in die Bude reinkriegen und dann lässt er sich noch geil driften und ich bin ein Happy Hippo, Junge. Da bin ich aber ein Happy Hippo, Alter. Aber die coolen Sorten noch, nicht die Neuauflage, sondern die alten Ebos. Die bin ich dann. Ich glaube, der Motor kann auf jeden Fall mehr Leistung ab als der Corolla-Motor. Und das ist schon mal ein sehr positives... Obwohl, er kann nicht viel mehr Leistung ab, ne? Aber ich will da keinen RB620 reinballern, Alter. Das fühlt sich scheiße, das fühlt sich nicht okay an. Nein, wir fahren mit dem Originalmotor. 242 kW. Es ist immer noch okay. Wir sind ja immer noch... Es ist immer noch... Wie die Karre steht. Die haben leichten Hängerarsch. Aber das sind so Kleinigkeiten, mit denen ich sehr gut leben kann, muss ich ganz klar sagen. Das ist vollkommen legitim. Das sind Kleinigkeiten, darauf kommt es gar nicht an. Oh, wunderhübsch.
Alter, weil jetzt muss ich aber nach dem Design suchen. So schön das Rot ist, sorry, aber mit dem Bodykit, da muss da ein wunderbares Design drauf. Theoretisch willst du ein Datsun-Design draufpacken, aber das funktioniert jetzt halt auch nicht, weil es ist kein Datsun. Er würde optisch sehr gut in diese Schiene von 5er, 10er Datsun so passen, aber das machen wir mal schön nicht. Oh, warte. Oh, das. Ja, wo wir gerade dabei sind. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Warte mal. Das könnte gut kommen. Kurzen Moment des Abwartens. Vielleicht ist das eine gute Fahrwahl. Ich war einfach nicht sicher, ob Fahrzeug oder Farbe bei meinem Satz rauskommt. Boah, Alter, gebt mir da einer ab. Das ist ja so ein wunderbares KZ. Wunderschön. Junge. Wenn sich jetzt ja auch noch geil driften lässt, dann bin ich sehr happy. Alter, Junge. Ich bin ja begeistert von dieser Optik. Das ist ja so ein geiles KZ. Gönnt euch das. Bitte 50% Winter. Ihr habt nur noch heute. Habt ihr heute noch Zeit? Ja, mal Donnerstag, ne? Wenn dieses Video online geht, habt ihr noch ein bisschen Zeit. Bald bewegt euch. Es lohnt sich. So, wir gucken mal kurz, ob das Ding auch driftfähig ist. Ich sag mal, ich würde den Kollege Corolla war ja ganz okay. Ja, hier haben wir auch das Leistungsproblem, so ein bisschen. Wir haben nicht so viel Bums, wie wir bräuchten. Aber dafür haben wir sehr viel Optik. Das zählt auch. Man kann auch einer der Typen sein, die bei den Driftstrecken einfach am Straßenrand stehen. Also ich denke, oh, geile Kiste. Fährt ihr den auch mal? Und du denkst dir so, besser nicht. Boah, Alter, aber guck euch dieses... Alter, ist ja wunderhübsch, dieses Auto. Das ist ja... Ich finde den Original ja schon geil und mit Breit- und Ölkühler. Jetzt sprechen wir hier von einer ganz anderen Liga, Junge. Wir sprechen hier von einer ganz anderen Liga. Ich hasse Playground Games nur jetzt ein bisschen, dass sie keinen Supramotor reingebracht haben. Warum kann ich hier einen RB26 reinbauen? Und warum kein 2JZ? Warum? Was ist der Beweggrund? Hier einen schönen 2JZ rein, Junge. 1600 PS Supramotor in der, mit der Optik. Alter! Das wäre so das i-Tüpfchen. Das wäre so die Kirsche auf der Sahnentorte. Jetzt haben wir nur die Sahnentorte. Ohne Kirsche sieht die ein bisschen langweilig aus. Obwohl sie sieht sehr gut aus. Aber der letzte Schuss fehlt. So ein Alkoholgetränk, die Kirsche oben drauf. Das meine ich. Diese Kirsche. Der Wagen ist so klein, dass er von der Kamera trotzdem weit weg wirkt. Obwohl das gar nicht ist. Dann hätten wir noch ein bisschen mehr Bums in der Kiste. Weil ich kann nicht auf meine Schatten springen und dann einen Skyline-Motor reinbauen. Nee. Wäre so ein anderes Auto, wäre ein Golf gewesen. Okay, RB26 rein. Aber ich fahre ein Toyota. Das ist so ein gewisser Anstand, der da in mir hochkommt. Der mir jetzt so sagt, Lukas. Nein. Du baust ja auch keinen Mercedes-Motor in den BMW ein. Machst ja auch nicht. So ungefähr ist das so von der Denkensweise von mir. Wenn ihr mir folgen könnt. Damit ihr doch mal wisst, auf was für ein Niveau wir uns hier befinden. Auf welchem Nivea. Aber ich kann es auf jeden Fall nur sagen, gönnt euch den. Wie gesagt, 50%. Einmal hier im Winter. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schnell noch nachholen. Gib ihm. Wenn ihr das Video zu spät seht, Pech gehabt. Tut mir leid. Oh, man hat den Turbo sogar ein bisschen, ne? Ein bisschen ist gut, fällt mir gerade auf. Holy shit. Ich glaube, wir haben Vogel eingeatmet. Alter, okay, wir haben ein bisschen Vogelzwitschern, glaube ich. Okay, nett. Habe ich gar nicht so drauf geachtet, dass er das auch macht. Aber es ist ein wunderschönes. Er ist optisch ja wirklich ein Brett. Das muss man ja einfach mal ganz klar fair sagen. Wunderschönes Fahrzeug. Alter, wie tief der hinten sitzt. Guck mal hier, wir fahren hinten im verfickten nochmal Radkasten. Static. Bitch. Das ist schon sehr, 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 sehr nice. Also, da kann man nichts anderes sagen. Das ist schon verdammt geil. Nein! Ah, da wird der gerade entghostet, in dem Moment, wo ich da angetreten komme. So, versuchen wir mal ein, zwei Kurven ein bisschen quer zu fahren. Also, wenn ihr damit quer fahren wollt, selber ansage wie im Corolla baut man am Motor ein. Wo beim Corolla geht's ja nicht mehr. Ihr habt nur den 1,6 Turbo-Rally-Motor. Ist ja noch mehr für den Arsch eigentlich, was Driften angeht. Aber hier können wir zumindest den RB26 einbauen, damit man dem ganzen Not auf die Sprünge hilft.
Aber irgendwie, wie gesagt, das fühlt sich halt irgendwie falsch an. Es könnte richtig sein von der Leistung, aber es fühlt sich falsch an von der Umsetzung. Das Gefühl passt nicht. Das Feeling ist nicht richtig heute. Das Feeling passt nicht. Aber mit diesen wunderschönen Worten, die Engels vielleicht gerade klangen, muss ich mich mal selbst gerade loben, würde ich sagen, mich raus für dieses coole Video. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ihr euch das ganz gerne einen Daumen rum da. Und man sieht sich ja nächste Folge hier bei Forza Horizon 4 wieder. Und ich werde damit raus. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal. Tschüss.